Das klingt aber echt schön. Da mit seinem Vater auf dieser alten Matratze liegen, die da hinten auf Gefährt drauf ist. Und dann einfach halt die Vögel beobachten und den Himmel und so. Stelle ich mir sehr schön vor. Making Mods, aha. Earlier I said I just love going through video games and exploring, like looking at every. Er hat am Anfang des Spiels oder halt im Laufe des Spiels erwähnt, dass er es halt liebt, in Spielen zu erkunden. Every nook and cranny and just trying to find little details. Und er liebt es halt, kleine Details im Spiel zu finden, halt auch heutzutage nennt man das ja auch Easter Eggs. And I think that started because in middle school. Die dich halt so ein bisschen auch so an andere Spiele wieder erinnern. In high school, I would make mods for my favorite games, namely Jedi Knight, Jedi Outcast and Far. Und er hat, also Easter Eggs ist Blödsinn. Easter Eggs sind halt auch so kleine Details, aber halt in Referenz zu anderen Spielen, also verweisen auf andere Spiele. Und er hat Mods gemacht für Jedi Knight, Jedi Academy und Jedi Outcast. Also er hat anscheinend sehr viele Star Wars Sachen gezockt. Cry. And I loved like this huge world of mod makers who would make these levels. Und er liebt die riesige Welt von Modmakern, also von Leuten, die Mods machen. And it'd be like the most random creative things, and I would just love exploring usually multiplayer levels by myself. So even though I went to college for film, before that, like before high school, I was making video games and mods, and it was. Und er hat, bevor er zur Highschool kam, hat er Mods gemacht und er hat vorher in Multiplayer-Spielen da so seine Level erstellt, wenn ich das richtig verstanden habe, oder halt gemoddet oder sich angesehen von anderen Spielern. Das habe ich nicht ganz so verstanden. It was my favorite thing in the world. I made a ton of different levels. I made an abandoned. Und er hat ganz, ganz viele unterschiedliche Level gemacht. In Space Hotel with a dance floor and cafeteria. I made a haunted campground with cabins and tents. I made this whole city with like the first ever day-night cycle with running showers and stuff in the hotel and the apartment buildings. And I just loved making those mods. And I think that carries over to my game, The First Tree, and also the one before that, Home is Where One Starts, which is very, it's exploration. You're just looking around and appreciating the details. Ja, und er hat Haufen Mods gemacht und Hotel und so weiter bei den Spielen, die er halt geliebt hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, habe ich jetzt aber nicht alles übersetzt, weil ja, ich übersetze es ja so gut es geht für euch, aber jetzt auch nicht jedes einzelne Wort, weil ich ja selber gar nicht alles verstehe. So, die Frage ist jetzt natürlich, bin ich hier richtig oder bin ich hier falsch? Oder bin ich überall richtig und muss dann aber alles wieder zurücklaufen? Ich glaube nämlich, hier ist Ende im Gelände. Jo, ich glaube, hier muss ich dann wieder zurück. Was steht da? Was? Magic Sketcher. Ah, diese Ding, wo es mit einem Stift drauf und dann kannst unten so einen Regler schieben und dann ist das Bild wieder frei. Dann kannst du wieder neu malen. Oh, die kenne ich. Das fand ich immer cool. So eine Kinderleinwand. Aber ohne halt Dreck zu machen. Also nicht so wie mit Kreide, wo da wieder deine ganze Kleidung voll ist und so. Okay, hier komme ich nicht hoch. Mal schauen, ob wir von da hinten hochkommen. Oder ob wir überhaupt hier hoch dürfen. Schauen wir mal, was uns hier so. Ah, oh ja, man kommt hier hoch. Sehr gut. Ah, weil hier ist Story. Sehr geil. Hier ist Story. Alles klar. So. We were happiest underneath the evergreens. We decided it was time to finally map out the hundreds of acres we lived on, just to pass the time during the summer. He was only free in the evenings, so I would spend the day wasting time on dial-up internet and sketching, and then we would rush into the woods,
pen and map in hand before evening fell. Sometimes the aurora borealis would cast a cold green glow on the mountainside, and we would finish our route underneath a twilight sky. Sometimes I was lonely during those summer days, but there was comfort in the routine. A lot of teenagers aren't looking for the daily grind, though. There's nothing wrong with wanting to get out, to leave your childhood home. You wanted to progress, to make something of yourself. Yeah, you're right. That house. I'm sure it's the same as how I left it. But then why does it feel so different? I doubt you're the only adult to have looked back and asked that question. Ja, das stimmt aber schon. Als Erwachsener fühlen sich dann diese Häuser anders an. Also die Häuser von der Kindheit, meine ich jetzt. Oder das Haus der Kindheit. Wenn man nur in einem aufgewachsen ist, inzwischen nicht umgezogen ist oder so. Da ist so ein Gefühl, dass... das kann man halt nicht beschreiben. Oh. Sowas hat meine Schwester auch. Xylophon, glaube ich, oder? Nee, Blödsinn. Mechanisches, also so ein Piano-Klavier oder so ein kleines. So Synthesizer. Oh, was haben wir denn hier? Wie kann ich rein? Oh nein, ich glaube, ich bin hier schon wieder zu weit. Ich muss zurück, glaube ich. Weil ich glaube, das hier ist Story. Oh, Raben. Hier ist so viel zum Laufen. So, ich würde mal sagen, wir laufen da mal rüber. Weil da waren ja auch noch Story-Sachen und so. Ich weiß halt nicht, geht's da hinten weiter? Geht's da nicht weiter? Ah, versuchen wir es halt. Ich glaube, in dem Spiel gibt es nur einen Weg, um weiterzukommen, damit du auch ja vom Spiel alles mitnimmst. Damit du auch natürlich die ganze Story verstehst. Schau mal, was uns dann hier drin erwartet. Bin schon gespannt. Es wäre blöd, wenn ich dann später da wieder alles zurücklaufen muss. Nur damit ich hier in diese Höhle da reinkomme. Also Höhle unter Anführungszeichen. Nur damit ich hier reinkomme, damit ich mir da ein bisschen was ansehen kann. Was ist denn hier hinten wieder? Ist hier so ein versteckter Ausgang? Okay, nee. Aha. Okay, hier ist noch so ein weißes. So ein Lichtschimmer. Okay. Hier ist plötzlich grün. Und sonst ist hier gar nichts. Ah, hier ist noch ein weißer Schimmer da hinten. Ja, man muss schon echt sagen, dass
mit dem, wann funktioniert der Doppelsprung, wann funktioniert der zweite Sprung und so. Das fühlt sich teilweise schon ein bisschen clunky und so an. Aber ich meine, das ist halt von einer Person das Spiel. Kann man jetzt nicht erwarten, dass sich alles super smooth und geil anfühlt. Aber ich glaube, er hat das Beste gemacht, um... Oh, was... Ich brauche was? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich gar nicht, was ich hier machen soll. Muss ich drei Sachen sammeln oder so? Ah nee, Blödsinn. Und da komme ich ja. Ich muss ja da nach hinten. Ah, da komme ich gar nicht mehr rüber. Warte. Dann muss ich wahrscheinlich hier hoch, oder? Nee, geht sie nicht aus. Muss ich dann vielleicht hier hoch? Und dann da so rüber hüpfen? Ich kenne mich gar nicht mehr aus. Wo muss ich hin? Ich habe gerade völlig die Orientierung verloren. Vielleicht kann ich da ja auch einfach ganz normal rüber. Ah, stimmt, hier ist ja der kleine Spalt noch gewesen. Ganz clever von mir, ganz clever. Okay, vielleicht müssen wir später hier rein. Ich gehe gerade echt viel. Tut mir leid, falls man das hört. Okay, also hier ist Wand. Dann gehen wir jetzt zurück. Und schau mal, was uns da drüben erwartet von der Story her. So, Smacking Mods haben wir schon. Ich würde sagen, wir gehen mal da hoch. Vielleicht haben wir dann einen relativ guten Überblick. Damit wir schauen können, wo wir jetzt noch hin müssen. Also hier hinten ist Story. Ich will aber die grünen Sachen natürlich auch haben. Weil die Kommentare sind schon sehr interessant, finde ich. Kann man sich da so ein bisschen am Weg orientieren? Ich weiß gar nicht. Ist ja auf jeden Fall wahnsinnig grün. Aha, hier ist was Grünes. Und hier hinten ist auch so ein Leuchten. So, die Musik. I don't think the first tree could work at all without the music by Josh Kramer. Er denkt, dass sein Spiel ohne der Musik nicht diese Stimmung und das Ganze hätte. Da muss ich ihm natürlich recht geben. And his music is actually publicly available to license, and so it was affordable for me since this was a hobby project. And it's something I like to tell new indie developers all the time, like, you can't afford that composer, you can't afford a full-time programmer. You need to cut corners and finish your game. And the way to do that is to use these amazing, publicly available assets. Wenn ich das richtig verstanden habe, also wenn du halt ein Hobbyprojekt machst, also ein Hobbyspiel, dann
dann und du arbeitest halt Vollzeit, du hast halt nicht die Zeit, dass du dich dann um die Musik kümmerst. Du musst halt versuchen, so Nischen zu finden, um halt dein Spiel fertig machen zu können und es für dich perfekt zu machen, aber du hilfst dir halt auch mit anderen Dingen, und das ist halt zum Beispiel eben mit diesen öffentlichen Musikliedern, die es halt gibt, die du halt auch frei kommerziell verwenden kannst, ohne dass du da irgendwie dann geclaimed wirst oder so. Und das sollte man sich damit musst du dich halt bedienen, weil du brauchst halt sonst zig Jahre, bis du mit dem Spiel fertig bist, wenn du nicht sogar zig Jahre brauchst, aber du würdest halt sonst noch viel länger brauchen. Sets that anyone can purchase and license. And so his music is incredible, and seine Musik gefällt ihm sehr, und es ist schon toll, dass es halt in der heutigen Zeit so offizielle Musik gibt, also so öffentliche, wo du dir halt eine Lizenz kaufen kannst und so, und wo du dann halt keine Probleme hast mit dem Interpreten selber. Actually haven't talked to him that much, I've just emailed him. But his music was er hat ihm auch gemailt und ihm geschrieben. Nominated for most emotional music at the Emotional Game Awards in France, and he's just. Und der Typ, der das eben komponiert hat, dieser Josh Kramer, hat eben in Frankreich sogar einen Award dafür bekommen für die emotionalste Musik. Really nice guy. And I think there's. Und er ist ein sehr netter Mensch. So much amazing content out there that if you're thinking of making a game, like look around and see what you can make work on a tight budget, because it worked really well for the first tree. Und er hat es mit einem sehr kleinen Budget hat es trotzdem geschafft, das Spiel zu machen, und schau dir halt das Spiel an. Das Spiel ist gut geworden und sehr umfangreich und so mit wenig Geld. Hier kann ich 1 reinlegen. Was heißt das? Ich muss diese Steine sammeln. Okay, und da muss ich das in den Stein drüben reinpacken oder wie? Und dann komme ich hier weiter. Aha, okay. Ah, nee, vielleicht habe ich das auch falsch verstanden. Er hat ihn in Frankreich auf so einem Musik-Award-Ding kennengelernt. Das kann natürlich auch sein. Okay, hier oben kann man drauf. Das sollte schaffbar sein. So, perfekt. Ja, die Frage ist jetzt halt natürlich, wo sind die anderen Sachen? Ah, hier hinten ist noch was. Boah, du bist halt so klein und die Büsche sind so riesig. Hier ist auch noch was. Okay, eins nach dem anderen. Ist so cool, dass das halt alles so markiert wird. So, bevor wir da hingehen, schauen wir uns das hier nochmal an. Ah, ein Holzhaus. Okay, es ist, scheint ziemlich kaputt zu sein, oder vielleicht wurde das gerade gebaut. Ah. I used to ask him all the time who those people were that left all this junk. And I'm sure he got so tired of hearing it that he made up some elaborate stories how a brown bear ate them and haunted the woods afterwards. What's funny is I think it made those people seem more real. Growing up thinking they were still hanging out like they couldn't say goodbye. I used to tell my friends how I could swear I saw spirits move near the water, and that always freaked them out. I guess it didn't bother me, because the way I saw it, they were normal people with old cars and sheds, just trying to figure out how to survive and be happy in the middle of nowhere. It was a cool thought that they didn't want to leave, but you know, I was a weird kid. Well, you had good company since those ghosts like living in a place where they were brutally devoured. Ja, gut.
war wahrscheinlich eine sehr emotionale Bindung mit dem Ort und deswegen war es ihnen egal, ob sie da gefressen wurden oder nicht. So, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal da nach hinten. Und dann müssen wir da nach hinten. Aber ich brauche noch zwei Steine. Also ein Stein ist da hinten, den kann ich aber irgendwie nicht aktivieren.